Hallo, ihr fabelhaften Widdergeborenen und Widder-Aszendenten. Ganz herzlich willkommen zu meinem Liebeshoroskop für den April 2017 und herzlichen Glückwunsch an alle Widder, die in diesem Monat Geburtstag haben. Mein Name ist Antonia Langsdorff, ich bin eure Astrologin und möchte euch durch die Konstellationen des Monats führen. Ihr steht oft im Zentrum der Aufmerksamkeit. Viel vitale und inspirierende Lebensenergie strömt durch das Zeichen Widder und macht euch sehr attraktiv. Das ist super, wenn ihr frei und ungebunden seid und euch in lockere Affären stürzen wollt. Doch eine wirkliche Liebesbeziehung ist nicht so leicht zu finden. Liierte Widder sollten sehr achtsam mit dem Partner und der Beziehung umgehen. Bevor wir da jetzt näher drauf einsteigen, möchte ich euch noch darauf hinweisen, dass es auch diesmal wieder was zu gewinnen gibt bei mir. Bleibt doch bitte dran bis zum Schluss des Videos, um da mitzumachen. Ja, jetzt zu eurem Erlebnishintergrund. Ihr steht natürlich im Brennpunkt der ganzen Konstellationen, die wir jetzt haben und auch der großen Planeten, die sich am Himmel formieren, allen voran Jupiter und Pluto, habe ich ja in der kosmischen Schwingung schon erwähnt, die diesen Monat eine sehr starke Spannung ausstrahlen. Da ist also einerseits der Jupiter, der steht für euch im Partnerhaus und ist eigentlich natürlich ganz super für die Wiedergeborenen. Die haben jetzt schon seit vielen Monaten da einen super Lauf und sehr viel Zuspruch beim Flirten und in der Partnerschaft. Aber gleichzeitig eben auch dieses harte Quadrat zu Pluto, der für die Widdergeborenen im 10. Sonnenhaus, sprich im Karrierehaus steht. Das bedeutet oft, dass Widdergeborene verwickelt sind in Machtkämpfe oder große Anstrengungen, aber auch sehr große Chancen haben, aufzusteigen und in Machtpositionen zu kommen. Und die damit verbundenen Kraftanstrengungen können zulasten der Beziehung gehen. Das wäre so eine typische Entsprechung. Außerdem natürlich eben auch hier die Problematik bei Jupiter und Pluto, dass es in der Partnerschaft um Geldangelegenheiten gehen kann. Also zu viel Geld ausgeben, sich vielleicht verschulden. Vielleicht ist auch der eine oder andere Widder dabei, der jetzt für die Karriere große Projekte in Angriff nehmen will und erstmal dafür investieren muss, ne? Und dass der Partner vielleicht sagt, hier, ich komme dabei zu kurz. Das sind alles so Themen, die sich diesen Monat zuspitzen können bei euch. Und dieser Aspekt hier, dieses Jupiter-Pluto-Quadrat, der wirkt in diesem Monat besonders stark auf diejenigen, die zwischen dem 3. und 11. April Geburtstag haben. Dann habt ihr ja weiterhin den wilden Uranus bei euch im Zeichen. Der geht da ja schon seit einigen Jahren durch und mischt die Widdergeborenen auf. Und das bedeutet ein Gefühl von einem Wunsch nach Freiheit, starkes Inspiriertsein, der Wunsch, etwas im Leben zu verändern, sich neu zu erfinden, neue Impulse zu setzen, wirklich auch neue Wege zu gehen. Und auch das kann natürlich zulasten der Partnerschaft gehen, wenn man sich befreien will oder wenn man jetzt einen Weg gehen will, den der Partner vielleicht nicht unbedingt mitgehen will. Also das kann natürlich auch zu größeren Umwälzungen in der Beziehung führen, aber für euch selber natürlich auch bedeuten, dass ihr ein gutes Stück vorankommt, euch entwickelt und euch eben neu erfindet. Und diesen Aspekt spüren in diesem Monat besonders die Geburtstagskinder, die zwischen dem 11. und 17. April Geburtstag haben. Dann haben wir ja ganz wichtig die rückläufige Venus. Und die steht zwar jetzt in den ersten Tagen des Monats noch in eurem Zeichen hier im Widder, zieht sich dann aber in die Fische zurück und damit ins 12. Haus, wo sie auch einige sehr schwierige Aspekte zu absolvieren hat. Das kann sich für den einen oder anderen Widder so anfühlen, als ob die Liebesenergie, also diese liebevolle Zugewandtheit oder die Chance, wirklich aus einem Flirt eine Beziehung zu machen, so ein bisschen im Moment blockiert ist. Ja? Also gerade in diesem Monat ist das so, als würde sich die Venus so ein bisschen von euch zurückziehen. Deswegen einerseits klar, ihr habt eine super Ausstrahlung, ihr seid eben super attraktiv, aber da die Venus nicht unbedingt immer mitspielt, kann es sein, dass Beziehungen sich nicht so entwickeln, wie ihr euch das wünscht, oder dass eben aus einer heißen Affäre dann gar nichts wird. Aber das ist ja jetzt nur noch diesen Monat so. Also es ist jetzt nicht ein Dauerzustand. Insofern müsst ihr euch deswegen auch nicht zu viele Sorgen machen, aber ihr müsst es halt wissen, ne? Um so ein bisschen Bescheid zu wissen. Und das ist eben diesen Monat auch ein ganz großes Thema für euch. Dann haben wir langfristig noch
Den Saturn, der steht in einem durchaus förderlichen Aspekt für die Wiedergeborenen. Das heißt, was ihr hier erreicht mit euren Machtkämpfen im Karrierehaus, das kann wirklich auch dazu führen, dass ihr dauerhaft für euch Sachen einfädelt, die beruflich günstig sind und wirklich auch vorankommt. Das ist aber mit gewissen Anstrengungen verbunden. Und natürlich auch nicht unbedingt dem Liebesspaß so förderlich, weil es einen eben so einspannt. Kann aber sein, dass ihr ja vielleicht diesen Monat wegen auch der Osterfeiertage nicht so viele Verpflichtungen habt und auch im Job nicht so gefordert seid. Auf jeden Fall der Aspekt von Saturn, der eben auch aufbauend wirkt, den bekommen besonders die Geburtstagskinder vom 15. bis 19. April. Genau, jetzt wollen wir in die aktuellen Konstellationen für euch hineinschauen. Am 28. März geht es los mit dem Neumond voll in eurem Zeichen. Also ganz klar ein Hinweis darauf, dass ihr eben im Mittelpunkt steht, dass ihr eure Beziehung auch selbst gestaltet. Da steht ja dann auch die Venus noch mit dabei, auch in eurem Zeichen, und gibt da erstmal einen guten Impuls rein. Und deswegen auch vielleicht eine gute Zeit, um über eure Liebesbeziehungen nachzudenken, zu meditieren oder wenn ihr noch keine habt, vielleicht da auch Wünsche ans Universum abzusenden, aber eben vielleicht auch in dem Wissen, dass nun nicht im April sich da gleich sofort was für euch tun wird, sondern dass es vielleicht noch ein bisschen länger dauert. Und eben diejenigen von euch, die in einer festen Beziehung sind, denen würde ich auch raten, auch wenn es Schwierigkeiten geben sollte, was nun echt sein kann bei diesen Konstellationen, nicht gleich impulsiv eine Trennung herbeizuführen. Es kann jetzt wirklich passieren, ihr seid durch diese Energie von dem Uranus hier, seid ihr sehr impulsiv und neigt dazu, auch radikale Entscheidungen zu treffen. Auch hier dieses Quadrat zu Pluto ist auch eine Neigung, in die Extreme zu gehen bei persönlichen Entscheidungen. Und deswegen würde ich auf jeden Fall euch raten, auch wenn sich da eine Situation zuspitzen sollte, abzuwarten. Anfang Mai sieht man dann auch vieles wieder klarer. Vielleicht eben einfach nur mal dann auch sagen, okay, wir sehen uns jetzt mal eine Woche lieber nicht oder so. Das müsst ihr eben auch bedenken, falls ihr vielleicht mit eurem Liebsten in Urlaub fahrt. Auch da könnten sich Situationen ergeben, die ein bisschen stressig sind. Nur, dass ihr es einfach schon mal wisst und darauf vorbereitet seid. Das steckt alles schon in diesem Neumond-Thema ein bisschen drin und deswegen meditiert doch mal darüber, was ihr vorhabt diesen Monat und wie sich das auswirken kann und dass man vielleicht schon vorher überlegt, wie können wir das umgehen, dass es da Probleme gibt. Und außerdem ist ja dieser Neumond in eurem eigenen Zeichen auch ein wichtiger Neuanfang und auch für diejenigen, die im April Geburtstag haben, eine gute Chance, zu diesem Neumond zu nutzen, um über die nächsten 12 Monate ihres Lebens nachzudenken. Genau, und dann geht es weiter, der Anfang des Monats, weiterhin viel Energie in eurem Zeichen. Die Sonne steht ja im Widder, es ist eine starke Vitalenergie, der Uranus weiter im Widder. Also über mangelnde Energie und Ausstrahlung könnt ihr euch sicherlich nicht beklagen. Der Mars, der ja euer Zeichen beherrscht, steht im Stier, ist eigentlich auch eine sehr starke Position, steht für euch im zweiten Haus. Das stärkt euch auch körperlich, macht euch sinnlich und ist auch gut für Geldangelegenheiten. Also falls ihr, gerade auch im Zeichen Stier, falls jemand bei euch Schulden habt, dann kann euch der Mars dabei auch helfen, zurückzubekommen, was euch zusteht. Ganz besonders auch, weil der ja dann im Laufe der ersten Monatswoche hier einen starken Aspekt zu Pluto bildet. Das könnte auch ein Hinweis sein, dass es sich vielleicht lohnen würde, auch mal im Job oder beim Chef mal wegen einer Gehaltserhöhung nachzufragen. Da habt ihr eine sehr starke Position. Auch wenn es eben sein kann, dass der eigene Partner euch dann in den Ohren liegt, dass ihr nicht genug Zeit für ihn habt. Also die ersten Apriltage könntet ihr eventuell noch mal beruflich auch nutzen, bevor es dann in die Osterferien geht. Ja, dann am 3. geht ja dann die Venus zurück in die Fische und zieht sich dann eben so ein bisschen aus eurem Zeichen zurück. Und das könntet ihr eben vielleicht spüren, wie ich ja anfangs schon erwähnt habe, dadurch, dass Beziehungen, die sich aufbauten gerade, auf einmal nicht mehr greifbar erscheinen. Kann auch wirklich ganz konkret heißen, dass jemand sich nicht mehr meldet für eine Weile oder dass schöne Pläne, die man gemacht hat, jetzt wieder zum Erliegen kommen. Aber das ist ja eine Phase, die dauert nur bis Ende des Monats und deswegen kann man das einigermaßen überstehen. Trotzdem ist am 6. für euch ein Top-Tag. Da kann also der Flirtblitz einschlagen. Denn da aktiviert der Mond hier den Uranus, der ja bei euch im Zeichen steht.
Wie gesagt, ne, die Energie ist weiterhin sehr stark zum Flirten und auch für lockere Affären. Nur eben die Venus, die ja für Beziehungen, also auch verbindlichere Beziehungen steht, ist so ein bisschen zurückgezogen. Deswegen kann es sein, dass bevor da wirklich was passiert, es ein bisschen dauert. Aber das heißt nicht, dass ihr nicht Spaß haben könnt oder eben auch was Unverbindliches, ein unverbindliches Abenteuerchen haben könnt. Genau. Und die Venus, die geht ja dann ab dem 8. in diesen harten Aspekt zu Saturn und gleichzeitig heizt die Sonne dieses Dreieck hier an, aus eurem Zeichen raus und dann nochmal diese Problematik zwischen euren beruflichen und persönlichen Zielen und der Partnerschaft. Also kriegt ihr das irgendwie alles unter einen Hut. Ne? Kann man ja vielleicht sonst auch die Feiertage mal nutzen, um darüber nachzudenken. Und für euch kann es eben auch bedeuten, dass finanzielle Erwägungen in der Partnerschaft eine Rolle spielen. Wer hat mehr oder haltet ihr euch da auch an Abmachungen? Diese Dinge habe ich übrigens alle in der kosmischen Schwingung ganz genau beschrieben. Da könnt ihr ja dann auch noch mal reinschauen. Gleichzeitig beginnt dann die Phase eben hier mit der Venus aus dem 12. Haus heraus bei euch, die sich dann so ein bisschen zurückgezogen hat, aber hier diesen harten Aspekt bildet. Das heißt, vielleicht habt ihr auch schöne Pläne gemacht für eure Liebe und die könnten jetzt so ein bisschen scheitern. Vielleicht scheitern sie auch am Finanziellen. Vielleicht hat der Partner auch eine andere Agenda als ihr oder vielleicht schwächelt überhaupt die Beziehung. Venus Chiron kann eben auch eine Schwächung der Beziehung heißen, auch im 12. Haus. Aber wie gesagt, stellt nicht gleich alles in Frage. Ja? Stellt nicht gleich in Frage, was ihr jetzt da aufgebaut habt, denn das kann sich bis zum Ende des Monats das Blatt auch wieder wenden. Zumal am 10. dann auch noch der Merkur rückläufig wird bei euch im Geldhaus. Also ab dann würde ich euch von finanziellen Verträgen abraten bis zum 3. Mai, wenn er wieder direkt läufig wird. Das ist dann eher schwierig, da was Neues anzufangen. Es ist eher eine gute Zeit, um das nochmal alles durchzugehen oder vielleicht mal einen Kassensturz zu machen, zu gucken, wo man vielleicht aus Versehen Schulden anhäuft. Dafür ist es gut, aber nicht, um was Neues zu unterschreiben. Am 11. haben wir den Vollmond, der euch natürlich voll bestrahlt, weil der bei euch im Partnerhaus stattfindet und dann eben hier ein Licht auf euch selbst wirft. Und das wäre so ein Thema tatsächlich auch, wie kriegt ihr das unter einen Hut? Eure eigene Entwicklung, euren Freiheitswunsch, euer Ego, ne? Widder gilt ja auch als Egozeichen. Dann eben diese Power-Konstellation hier in der Karriere und dann eben die Partnerschaft. Was wollt ihr da reingeben? Wie viel könnt ihr da rein investieren? Das sind Themen, die euch diesen Monat über beschäftigen werden. Und wenn jetzt wirklich ein Partner kommt und sagt, Schatz, du hast nicht genug Zeit für mich, dann wäre es vielleicht ganz gut zu überlegen, ob man sich dann nicht doch auch mal Zeit für den Schatz nimmt. Selbst dann, wenn man das Gefühl hat, man verpasst irgendwas ganz Wichtiges für die Karriere. Denn nochmal, es sind sowieso Osterferien, da läuft in Deutschland nicht viel. Und da kann man sich das auch leisten, sich mal mehr um die Liebe zu kümmern. Genau, dann die nächste Konstellation, die für euch interessant ist. Dieses Dreieck geht ja nur bis zum 14. Also diese Spannung lässt dann wieder nach und dafür habt ihr dann am 15. wieder einen Top-Tag, wenn nämlich der Mond im Schützen steht. Damit steht er gut für den Widder und es kann auch mal so eine Inspiration oder auch eine Ablenkung bedeuten, schöner Plan oder vielleicht fahrt ihr weg. Na, das wäre dann auch gute Gefühle auf Reisen zum Beispiel, wenn ihr über Ostern wegfahrt. Ne? Also der Samstag ist ja dann auch einer der Osterfeiertage. Also wenn ihr unterwegs seid, kann das ganz gut für euch sein. Genau. Am 15. haben wir den Höhepunkt dieser Spannung zwischen Venus und Saturn. Also die Pläne, die vielleicht nicht funktionieren oder eben auch diese Auseinandersetzung darum, ob ihr in der Partnerschaft euch genug einbringt oder auch wer finanziell mehr einbringt, ob man sich an Vereinbarungen hält. Diese Dinge sind dann weiterhin Thema und können natürlich Ostern auch in der Familie eventuell zum Krach führen. Also muss man ein bisschen aufpassen. Ja, wie gesagt, bis zum 21. hält diese Spannung noch an. Ja, die Sonne geht dann am 19. abends in den Stier in euer Geldhaus. Das ist grundsätzlich eine gute Nachricht. Das heißt, kommt Energie und Vitalkraft in eure Finanzangelegenheiten rein. Aber bitte noch abwarten, bis der Merkur am 3. Mai wieder direktläufig wird, bevor ihr da was unternehmt. Also wirklich was unterschreibt oder was einfädelt.
Und der 21. ist ein guter Tag für Freundschaften. Da haben wir den Mond im Freundschaftshaus und der bildet hier einen schönen Aspekt zu den Planeten, die gut für euch stehen, lenkt da diese günstige Energie ins Widderzeichen. Und außerdem geht an dem Tag der Mars in die Zwillinge. Das ist auch gut für euch. Ist ja euer Herrscherplanet. Und da kommt so eine Leichtigkeit auf und das ist auch ein guter Aspekt zur Widdersonne. Das heißt, man wird unternehmungslustig und Mars in den Zwillingen bedeutet auch, dass Internetbekanntschaften oder auch Flirt-Apps jetzt hoch im Kurs stehen und dass man darüber auch gut Leute kennenlernen kann. Also falls ihr da unterwegs seid, könnt ihr da dann vielleicht auch noch mal gucken, was da so für euch drin steckt. Jedenfalls ist der 21. ein Top-Tag für euch. Und der Neumond am 26. lenkt dann ebenfalls die Aufmerksamkeit und die Energie in euer Geldhaus. Das heißt, dann ist der Monat Mai dann anschließend, wird so ein bisschen unter diesem Thema stehen. Finanzen und natürlich auch, was ihr euch selbst wert seid. Das ist auch immer eine Idee, darüber nachzudenken, wenn der Neumond ins zweite Haus fällt. Und am 28. habt ihr nochmal einen Top-Tag. Da geht nämlich dann die Venus wieder zurück in euer Zeichen. Diese Liebespause oder diese Energie, dass Liebesbeziehungen so ungreifbar scheinen, die ist dann vorbei. Und dann habt ihr die Venus wieder für euch. Und dann kommen eben auch Liebesangelegenheiten, die zum Stocken gekommen waren, wieder in Gang. Und dann kommt wieder Freude auf und ihr könnt in die Charme-Offensive gehen. Das ist alles wunderbar mit Venus im ersten Haus. Ist auch toll, um zu shoppen, sich was Schönes zum Anziehen zu kaufen. Und die Venus ist dann eben auch aus diesem ganz schwierigen Quadrat allmählich wieder raus. Also das ist sicherlich eine gute Nachricht. Insofern dürft ihr euch dann auf den Mai als Wonnemonat freuen. Das ist echt gut für euch. Genau, und dann haben wir noch den Tanz in den Mai. Da ist der Mond dann im Krebs. Das zeigt so ein bisschen Empfindlichkeiten an und das kann euch natürlich auch nochmal betreffen, weil ja der Widder auch oft so spontan drauf loslegt und feiert und manchmal auch ein bisschen unbedacht ist. Nicht, dass ihr da in ein Fettnäpfchen tretet, weil irgendeine Angebetete was von euch erwartet, als Männer, was ihr dann vergesst zu leisten oder vielleicht eben auch eine Freundin, die sich durch euch auf den Schlips getreten fühlt. Da müsst ihr ein bisschen drauf achten. Ansonsten ist es aber natürlich super für euch. Tanzen im Mai mit Venus im Widder, also bei euch dann und den Jupiter im Partnerhaus und alle schrecklichen, schwierigen Aspekte sind dann erstmal wieder ausgestanden. Ich denke mal, da werdet ihr euch gut amüsieren, ihr Lieben. Ja, soweit also die Konstellationen für den April für euch. Wenn ihr eine Frage zu eurem Horoskop habt, könnt ihr auch euch bei mir anmelden am 24. März. Jetzt habe ich nochmal Antonias Sterne als Webinar. Da könnt ihr mir eine Frage zu eurem Horoskop stellen, wenn ihr euch da anmeldet. Wäre vielleicht eine Idee. Da habe ich hier hinter dem i für euch was hinterlegt, um euch darüber zu informieren. Und was die Verlosung angeht, diesmal gibt es einen schriftlichen Partnervergleich per PDF zu gewinnen. Kriegt ihr dann von mir zugeschickt. Und dafür möchte ich euch bitten, meinen Kanal zu abonnieren und mir einen netten Kommentar zu posten. Wenn ihr das macht, dann nehmt ihr an der Verlosung teil. Natürlich könnt ihr auch eine persönliche Beratung bei mir buchen. Alle Infos dazu findet ihr auf meiner neu gestalteten Webseite und dort könnt ihr die Beratung jetzt auch direkt buchen. Und mit ein paar Videotipps verabschiede ich mich dann von euch und wünsche euch alles Gute mit den Sternen.